Jetzt. Gero, wie war das so jetzt, das Jagderlebnis? Was war für dich so die spannendste Situation? Ja, sicherlich der Moment, als der Bock aufs Blatt ging bei dir und die Frage war, kommt er nun näher oder bleibt er dann doch im Dickicht, so wie die anderen, weil wir saßen ja quasi im Wind und ja, war schon eine richtig spannende Geschichte und das war sicherlich der aufregendste Teil an der Jagd, ja. Okay, dann die kleine Todsuche, die wir gemacht haben. Du hast mir die Frage gestellt, ne, warum hast du noch keinen Hund? Jetzt weißt du, wofür man den Hund braucht, wenn man nämlich in der Situation nicht konzentriert genug ist und dann der Bock ins hohe Gras abspringt und mir man nicht direkt findet. Aber der Hund hat schnell gefunden. Ja. Das war auch sehr spannend, glaube ich, ne? Ja, definitiv. Es ging relativ schnell, aber ich glaube, ohne Hund wäre es vor allen Dingen dann in der Dämmerung sehr schwierig gewesen, ja. Okay. Gut, Okay, jetzt, Gero. Aro, jetzt hast du von mir die Rickheule bekommen. Ja. Ich glaube, ich muss dir noch die zweite geben, weil ich habe mich jetzt quasi zum Essen eingeladen, auch wenn wir jetzt hier bei uns sind. Du hast jetzt alle Zutaten besorgt und hast dir ein Genau. schönes Rezept ausgedacht. Was gibt's denn Leckeres? Ja, es gibt Rehkeule mit römischen Gnocchis, Wirsingkugeln an Portwein, Rotwein, Gewürzjuice. So der lange Titel des Rezepts und das habe ich im Internet gefunden. Es hat gute Bewertungen gekriegt und dann hoffe ich mal, dass es auch uns schmeckt. Ja, wir probieren das jetzt mal aus, fangen einfach mal an und erklären euch einfach, was wir jetzt hier machen müssen. Und nachher kommen unsere Frauen zum Essen, die freuen sich, glaube ich, schon. Da bin ich ganz gespannt, das wird ein toller Abend. Aber jetzt geht's erstmal ans Kochen. Ja, legen wir los. Okay. Gero, womit fangen wir jetzt an? Ja, wir fangen jetzt an mit den Gnocchis, weil die am längsten brauchen. Und dann machen wir mit den anderen Sachen weiter. Genau, dafür brauchen wir auf jeden Fall Hartweizengrieß, richtig? Ja, richtig. Dann brauchen wir Parmesan oder hier in dem Fall ein guter Bergkäse, ein aromatischer. 40 Gramm Butter ungefähr, Salz, Muskat und Milch. Und das Rezept ist ganz einfach. Ich habe das so in der Form noch nie gemacht. Wir machen uns den Herd einmal an und dann kochen wir die Milch gemeinsam mit der Butter einmal auf. So, Butter rein. Ganz herzlos, ja. Okay, dann eine Prise Salz, war richtig. Genau. Da brauche ich ein bisschen mehr. Der Grieß, der zieht ja ordentlich Salz. Und Muskat soll rein, ne? Muskat nicht vergessen, ja. Und das soll jetzt einmal aufkochen, laut Genau, Rezept. das einmal aufkochen lassen und dann kommt der Grieß dazu. Gut, dann warten wir, bis es kocht. Ja. Die Milch kocht jetzt, ja, oder das Milch-Butter-Gemisch. Und jetzt rühren wir vorsichtig den Parmesan, sag ich, den Grieß ein. Das hat so ein bisschen was von Polenta, also gebratene Polenta, gebackene Polenta, das ist auch sehr lecker. Polenta ist ja eigentlich eher ein Maisgrieß und das ist jetzt hier Hartweizengrieß. Und das nimmt jetzt oder sollte die Flüssigkeit aufnehmen. Und jetzt lassen wir das ein paar Minuten quellen. Und dann kommt, oder dann ziehen wir da den Käse drunter Und und ein volles Ei, ne? das eigentlich vergessen, genau. Genau. Die Masse hat jetzt gut angezogen, ne? Ihr seht das. Und jetzt geben wir den Käse rein. Okay, und jetzt das Ganze nochmal hier ein Ei drunter. Und das Ganze wieder glatt rühren. Und jetzt haben wir hier so ein gebuttertes Blech. Ihr könnt auch eine Auflaufform nehmen. Das Ganze geht jetzt hier auf das Blech drauf. Und die packen wir jetzt in den Kühlschrank. So, die Gnocchi sind jetzt im Kühlschrank. Ja, das ist die Vorbereitung schon abgeschlossen. Den Topf haben wir jetzt auf den Herd gestellt. Nehmt euch immer, wenn ihr so eine Rickheule macht, ich habe ja schon so ein paar Rickheulen-Rezepte gemacht. Ich verlinke euch das. Mal da oben irgendwo hin. Ja, das Rekollenrezept Weihnachtsbraten einfach schnell gemacht. Ich weiß gar nicht, wie der Titel jetzt heißt, ist doch egal. Jetzt haben wir eine Rekeule und was ihr immer machen müsst, ihr müsst grob die Häute runter machen. Das habe ich schon vorbereitet. Die Häute, die schmeißen wir natürlich nicht weg. Ne? Ich sollte gerade das Geschwirbel hier schon wegmachen, wurde mir gesagt. Hier, Ja, ne? richtig. Das kommt aber mit in den Topf rein, weil Guck. das gibt Geschmack an die Soße. Knochen lassen wir drin. Jetzt fangen wir einfach mal an, die Rehkeule gut salzen. Ja, da braucht man nicht sparsam sein. Also ordentlich Salz auf die Rehkeule. So, hier auch die Seite. Soll ja gut Geschmack haben. So, dann haben wir jetzt hier fetten Speck. Seht ihr das? Ja, der kommt hier einmal in den Topf rein. Den lassen wir aus.
Der gibt erstmal noch Geschmack. Und zweitens braten wir jetzt gleich in dem Fett, von dem fetten Speck, unsere Rikeule einmal an. Von beiden Seiten ordentlich pfeffern. So, und jetzt warten wir 2 Minuten, bis der Speck ausgelassen ist. In der Zeit kann ich euch die anderen Zutaten vorstellen. Also wir haben ein bisschen Röstgemüse, ihr könnt Porro nehmen oder auch Zwiebeln, wenn ihr das nicht habt. Dann Sellerie und Möhren. Mein Tipp ist, lasst die Schale dran. Viele sagen, da sind Bitterstoffe drin. Ich bin der Meinung, da ist Geschmack drin. Ja, dieser Geschmack, den solltet ihr nicht wegschmeißen, sondern das Ganze mit anrösten. Und es wird, die Soße wird hinterher sowieso abgegossen durch ein Sieb und passiert und nochmal einreduziert. Dann haben wir Tomatenmark, das steht jetzt so im Rezept nicht drin. Und ich bin der Meinung, eine gute Soße bekommt ihr mit einem ordentlichen Tomatenmark. Dann haben wir Portwein, Rotwein. Gewürze sind hier drin. Giro, was ist da drin? Wacholder, Beeren sind drin, Pimentkörner, Sternanis, Fenchelsaat haben wir mit drin, Pfeffer. Ja, habe ich noch was vergessen? Egal, Koriander. Rezept genau. Verlinken wir unter das Video. Und ja, jetzt würde ich sagen, warten wir, bis wir die Rikeule anbraten können. Lecker. Okay. Der Speck ist jetzt ausgelassen. Jetzt geben wir die Rikeule einfach mal hier rein. Die Abschnitte könnt ihr mit anbraten und jetzt braten wir einfach 2 Minuten rechts, links von jeder Seite einmal an. So, unsere Rikeule ist jetzt von beiden Seiten angebraten. Könnt ihr euch hier angucken. Jetzt kommt das Röstgemüse da rein, beziehungsweise Stopp. Einen Schritt habe ich vergessen. Jetzt kommt erstmal unser Tomatenmark da rein. Und darauf geht jetzt unser Röstgemüse. Und das brät jetzt auch einfach mit an, bis es richtig schön Farbe kriegt. Ja, ihr seht das hier. Und wenn das gut unterm Topfboden liegt, einfach mal so 2 Minuten nichts machen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen streng riecht, dann haben wir richtig Power in der Soße. Ganz oft gesagt, ne, wenn das da unten so aussieht, diese schwarze, das ist überhaupt gar nicht schlimm. Genauso soll das sein. Und jetzt kommt ein wichtiger Schritt für eine gute Soße. Wir löschen das jetzt mit ein ganz bisschen Rotwein ab und kochen den Bratensatz vom Topfboden los. Ja, und das Ganze, jetzt sieht man das sehr schön, der Bratensaft oder Satz löst sich jetzt vom Topfboden. Man kann das mit einem Löffel richtig gut runterziehen. Ja, und jetzt lassen wir es wieder ansetzen. Also wir wollen jetzt wieder bewusst, dass das Ganze unten am Topfboden wieder ansetzt. Und das könnt ihr am besten feststellen, wenn es jetzt gleich wieder anfängt, Bratgeräusche zu machen. Dann ist alles Wasser verdampft aus dem Rotwein, eine Flüssigkeit. Und den Vorgang, dieses Glasieren und Deglasieren, das wiederholt man 2-3 Mal. Und dann kriegt die Soße richtig Power. Jetzt haben wir den restlichen Rotwein da reingegeben. Jetzt kommt unsere Rikeule auf das Röstgemüse. Und jetzt löschen wir ab mit Wildfond. Und jetzt geben wir unsere Gewürze dazu. Hier an den Rand. Und ich bin eigentlich ein Freund davon, also im Rezept steht jetzt, dass es nicht bedeckt sein muss. Ich bin eigentlich ein Freund davon, da noch ein bisschen mehr Wasser reinzumachen. Ja? Also gebt da ruhig noch einen guten Schuss warmes Wasser rein, damit das nicht trocken läuft. Und jetzt kommt da einfach ein Deckel drauf. Portwein nicht vergessen. Genau, Entschuldigung. Kleiner Schuss Portwein kommt da noch zu. Den Rest machen wir her zum Abschnitten. Jetzt kommt der Deckel drauf und jetzt geben wir wie lange? 90 Minuten bei 170 Grad. 90 Minuten bei 170 Grad. Genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn Gero den leckeren Wirsing macht. Gero, wir haben jetzt hier unsere römischen Gnocchis vorbereitet. Mhm. Wir haben uns jetzt aber spontan anders entschieden. Warum? Erklär mal ganz kurz. Naja, wir wollen halt möglichst wenig von dem guten Nahrungsmittel hier verschwenden. Und deswegen machen wir einfach kleine Häppchen, Vierecke, mundgerecht und dadurch haben wir nichts verschwendet und schmeckt genauso gut. Das heißt, du schneidest jetzt schöne Vierecke daraus? Ich schneide jetzt mittelmäßig gute Vierecke, hoffe ich.
und dann passt das. Du weißt ja, in der Sterneküche macht man das mit dem Lineal. Ne? Ja, ja, unbedingt. Ja, das ist schon hier mindestens Sternenniveau. Und dann wird das Ganze im Backofen einmal mit ein bisschen Bergkäse und Butter gratiniert, ne? Ganz genau, richtig. Da bin ich gespannt. Ja, ich auch. So, dann tun wir hier noch ein bisschen Butter drüber. Wir haben die unsere Grieß-Nuggets hier quadratisch auf der Backform verteilt. Ja. Also wir haben festgestellt, dass ja dass diese Masse von der Konsistenz her auch perfekt gewesen wäre, um Nockeln zu ziehen. Ich darf das einmal zeigen. Achtung, Gero, Vorsicht. Mhm. Da sehen wir zum Beispiel so ein Prachtexemplar. Also man hätte es abstechen können und ganz normal Nockeln ziehen können. Wir haben uns jetzt für Quadrate entschieden, ist aber egal. Form ist hier nicht entscheidend. Es schmeckt wahrscheinlich genauso, auch wenn es Quadrate sind. Auf jeden Fall. Und das wird jetzt gleich, was passiert damit gleich, Gero? Ja, das kommt jetzt kurz im Backofen, wird gratiniert, bis die goldbraun sind und dann können wir sie essen. Ja. Unser Reh ist im Backofen und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Das drehen wir jetzt einmal. Also, wenn es Geruchsfernsehen gäbe, dann würde ich sagen, oh, das riecht schon mal sehr gut. Vom Garpunkt her, also ist die Rehkeule jetzt nicht super weich geschmort, die müsste jetzt noch gut, ja, eine halbe Stunde, so lange geben wir auch noch. Ganz wichtig, die haben wir jetzt einmal gedreht, den Deckel nicht ohne Handschuhe anfassen. Jetzt geht das Ganze wieder im Backofen und in einer halben Stunde fangen wir dann mit dem Rest an, weil wir müssen die Soße noch abpassieren und die Keule darf gerne auch noch ein bisschen ruhen. Ja, wir sind jetzt mitten in den Vorbereitungen. Jetzt müssen wir einmal für unser Wirsing-Püree die Bechamelsoße vorbereiten. Und zwar haben wir jetzt so gut 50 Gramm Butter. Die schmelzen wir einmal. Die kann ruhig ein bisschen braun werden, das ist gar nicht so schlimm. Dazu gehen jetzt 20 Gramm Mehl und jetzt haben wir hier vorbereitet unseren Sud aus Nelke und ein bisschen Lorbeerblatt und einer Zwiebel bzw. Schalotte und das geben wir jetzt nach und nach dazu und machen eine schöne dickflüssige Bechamelsoße. Die haben wir jetzt einmal noch unten warm gelegt. Die kann nur einfach noch ein bisschen ziehen. Wir haben die in Backpapier eingeschlagen. Und jetzt passieren wir einmal die Soße ab. Weil die muss natürlich noch ein bisschen einreduzieren. Und die wird hinterher, Gero, womit wird die abgeschmeckt? Mit Orangen? Mit Orangengelee, ganz genau. Und ein bisschen braunen Zucker. Ja, und das war's schon. Genau. So, das heißt hier einmal rauslaufen lassen. Ja, von der Farbe her schon mal richtig gut. Und jetzt lassen wir die gut um die Hälfte einreduzieren. Das heißt, einmal Flamme an. Und jetzt schön einkochen lassen. Das dauert jetzt immer so 10 Minuten. Und dann kann man sie vielleicht hinterher noch ein bisschen abbinden. Ja, dann ist sie perfekt. Jetzt? Genau, der Wirsing wird jetzt hier quasi so 3 bis 4 Minuten in kochendem Wasser blanchiert. Dann kommt das Ganze danach in die Küchenmaschine und ja, wird dann klein gehäckselt und kommt dann in die Bechamelsoße. Zum Schluss geben wir dann die vorbereitete Mischung mit den Zwiebeln und dem Speck dazu. Okay, und wir müssen gleich einmal noch hier unsere Gnocchi-Blöckchen in den Backofen schmeißen, ne? Oberhitze, das sind 10 Minuten, ne? Ja. Gut. Hier ist die Soße und die Soße wird jetzt noch verfeinert mit Orangengelee, ne? Richtig, da kommt noch ein guter Löffel Orangengelee dran, ein bisschen brauner Zucker. Ja, und dann können wir anrichten, ne? Können wir. Alles klar. So, hier haben wir unser Püree. Ja, das wird jetzt einmal nochmal erwärmt auf der Platte. Ein bisschen Power noch.
Und jetzt kommt hier unsere Speck-Zwiebelmasse dazu. Gucken, dass wir nicht so viel von dem Specksud, von dem Fett hier mitnehmen. Das wird sonst zu mächtig. So, einmal beiseite stellen. Jetzt das Ganze schön unterrühren. Wenn das warm ist, dann können wir jetzt anrichten gleich. So, zum Anrichten. Da suchen wir uns einfach hier mal so zwei schöne handliche Stücke aus der Keule raus. Die legen wir mitten auf den Teller. Wunderbaren. Und jetzt einmal vorsichtig, ich will jetzt schon umsetzen, das Püree hier rein. Ihr müsst die ein bisschen abkühlen lassen, ist jetzt so die Erfahrung. Und jetzt am Ende noch ein bisschen was von unserer Soße oder unser Jus. So, Gero, das ist doch ein würdiges Ende von unserem Reh, ne? Auf jeden Fall, sieht einfach fantastisch aus. Sollen wir mal probieren? Ja, machen wir. So, einmal ein bisschen was vom Fleisch. Also das Fleisch ist perfekt. Das war jetzt gut anderthalb Stunden drin, ne? Mhm. Mhm. Boah. Mhm, fantastisch. Ist auf jeden Fall sehr warm in der Küche geworden. Mhm. Also wir haben noch keinen Herbst. Mhm. Das wäre eigentlich so ein klassisches Herbstgericht, aber... Mhm. Toll. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst einen freundlichen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und Weidmannsheil.